Hey Guys, herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut ein Türkis Server Elokal mit meiner Wenigkeit als Jax im Jungle. Des Weiteren duke ich hier mit einem Challenger Braumspieler. Und des Weiteren haben wir noch einen Top-Laner, der ebenfalls Master-Tier ist. Ein Gegnerteam wiederum, ein K6, der Challenger ist. Toll, ich darf jetzt gegen einen Jungler spielen, der Challenger ist. Und ich bin wiederum Off-Roll. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Und des Weiteren haben die Gegner drei Smurf-Accounts: Corki, Lee Sin und Alistar. Da freue ich mich doch. Vor allen Dingen der Corki war Last Season. Obwohl der Corki ist gar kein Smurf, sondern der war einfach nur Last Season Challenger. Ich verstehe. Das macht Spaß. Da habe ich sicherlich richtig, richtig viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn noch zwei von uns nicht connecten. Des Weiteren hat noch unser Top-Laner, der Gangplank, Heal dabei. Da freue ich mich ebenfalls drüber. Naja, ich bin mal zuversichtlich und hoffe einfach, dass die Gegner ein DC haben. Dann könnten wir es durchaus gewinnen. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Nun ja. Ich hoffe mal, dass unsere zwei Pappnasen noch connecten werden, der Gangplank sowie der Azrael. Wieso spiele ich denn schon gegen Challenger und richtigen. Oh Gott, ey, Diamant 1, Diamant 1, Challenger, Challenger, Smurf. Das macht Spaß auf mir. Da connect schon mal einer. Immerhin einer. Der Gangplank mit Heal. Numeta. Leroy Jenkins. Muss noch S2 connecten, dann ist alles dial. Vorerst. So richtig unlucky. Komm, S2, connecte. Du bist kurz vor Master Tier. War richtig heftig. Diamant 5. 100 LP gegen Challenger. Vor allen Dingen, weil ich Offroll bin. Das ist halt das Dümmste an sich. Meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen bescheuert. Vor allen Dingen. Die Sache ist, ich kenne diesen Spieler. Der hockt wahrscheinlich hier drinnen. Ich habe gerade richtige Panik, um ehrlich zu sein. Ich bin richtig paranoid. Der Corki ist auch nicht mehr auf der Map zu sehen. Wobei. Der ist Top-Lane. Ach stimmt ja, der Lee Sin ist Top-Lane und der K6 ist im Jungle. Ah, vergessen. Komplett vergessen. Aber trotzdem, es wäre schön, wenn noch unser Midlaner connecten würde. Ansonsten kann ich mir das gerade. Ja, man meint, hier haben gecounter-jungled. Lol.
Ist halt richtig unfair, actually. Ja, Thiel dabei, naja. Solange ich die XP bekomme, ist eigentlich alles okay. Naja, es kann nur besser werden. Hoffe ich jedenfalls. Unlucky Game. Der ist bei 11 Punkten. Ich würde sagen, nicht, dass er Open mitschreiben sollte, sonst fällt er sofort wieder sein Mastertier. Aber es ist echt cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Also, wenn ich das jetzt mit Open mit verliere, ne? Dann ist es halt das letzte Game, das ich auf dem Türken-Server aufnehme. Garantiert. Promo-Game verlieren, weil einer nicht connected. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Und der ist was Diamant 1. Ja, ich meine das. Bringt nur alles nichts, wenn unser Mitlehner nicht connected. Erhält ihn. Wenigstens gibt er mir Luft zum Atmen, der Corki. Immerhin das. Level 7. Kann man erstmal mal den Rower kaufen. Ob das so sinnvoll wäre, ich weiß es nicht. Naja, wir machen es einfach mal. Top Lane geht der Corki. Der hat keinen Mana mehr, der Corki. Der ist nicht weggegangen. Haben die wieder das gemacht? Die haben sie nicht. Okay, es steht der 3-1. Ich habe fast so viel Farben wie der Top-Laner.
Top-Laner von uns. Die Sache ist einfach so unlucky. Ja, 37 Tiers. Asrael mit Ignar. Okay, well. Wenn da noch drei Leute sind. Ja, das ist, glaube ich, lost. Naja. Kann man nicht viel machen. Der hat sich mal einen Webbuff geholt, oder? Ja, hat er. Kann man nicht viel machen. Wenn dieser Vollidiot von einem S-Roll nicht connected. Wenn ich wegen dem erstmal eine Promo verliere, dann. Wer ist der Typ nochmal? GL Whitebeard. Surprise, I'm back. Finden wir mal heraus, wo er lebt. Besuchen wir ihn mal. Cooler Minion-Block, würde ich sagen. Cooler Minion-Block. Das ist echt ein cooler Minion-Block. Stacken kann ich auch nicht mehr, das wäre so ein easy Game. Surprise, I'm back. Hätte ich nur einen Midlaner bekommen oder wäre ich Midlaner gewesen mit irgendwas? Echt unlucky. Den kann ich nicht mehr besiegen. Der ist so strong, ja. Der hat viel zu viel Glück. Aha, Level 7, Level 11 sogar. Okay, ich glaube, das war's. Naja. Ready for battle. Vor allem, die Gegner sind so miserabel dafür, dass sie mal Challenger Master Tier waren. Das ist echt schon schlecht. Vor allem der Kork hier, der eine Solo-Lane nicht farmen kann. Kann man nicht mehr viel machen.
Ich habe jetzt gerade mal 6 Stacks. Das ist an sich gar nichts. Miserabel. Ready for battle. Was frage ich mich echt, was für Idioten auf diesem Server spielen? Unser GPS ist irgendwo um nirgendwo. Surprise, I'm back. Ja, gut. Macht mir auch nicht mehr viel aus. Der Schaden hier. Vielleicht wurde auch erstmal gedidost. So wie es jetzt teilweise vom Design aussehen, kann es durchaus sein. Der spielt schon ziemlich miserabel. So, ich habe ja noch gar keinen Homeguard. Tja. Okay, das ist bescheuert, die Gegner, die ich seit langem hatte. Okay, ich muss da weg. Ist das langweilig. Einmal einer auf KS. Lucian schon wieder tot. Corki, der Superbad ist dafür, dass er Challenger ist. Oder Challenger war. So kann man auch Games gewinnen, ne? Ist großartig. Lucky. Never ever lucky, guys. Never ever lucky. Thank you.
war klar. Wow. Und der schreibt dazu Gigi. Boah, ey, was sind das denn für Knechte? Die schreiben dazu GG beim 4 gegen 5. Was sind das denn für Leute? Wow. Immer diese Smurf-Guys, die nur auf Elo aus sind.